Genau, Leute, wir haben die Hälfte vom No Legacy Dezember durch und es ist ja echt eine Menge Content aktuell schon gekommen. Und es kommt noch mehr. Es endet nicht hier, es endet nicht an Weihnachten, sondern es endet am 30. Ich hoffe, so lange haltet ihr noch durch, dass da echt so viel gespammt wird. Vor allem jetzt, wo noch ein Blackie erklärt kommt, wo eigentlich schon ein Blackie erklärt war und vielleicht sogar noch ein Blackie erklärt kommt. Wobei man das andere als Blackie zeigt durchstempeln kann. Deswegen ist das okay. Das hier kann ich nicht als Blackie zeigt durchstempeln. Es geht um Local Game Stores, wie ihr im Titel ja schon seht. Und was ist so wichtig an diesen Local Game Stores? Mein Local Game Store ist der Fischkrieg in Siegen. Viele Leute wissen es ja schon, ich arbeite so Teilzeit nebendran. Aber auch davor war ich tatsächlich relativ oft in diesem Laden drin, logischerweise, sonst hätte ich den Job nicht gekriegt. Und ich finde Local Game Stores einfach super, super wichtig. Wir hatten in Siegen jahrelang keinen guten. Wir hatten auch teilweise keinen, aber der dann kam, ja, möchte ich nicht drüber reden. Und jetzt haben wir seit zweieinhalb Jahren, ich glaube fast drei Jahre, Alter, den Fischkrieg. Und ich bin so unendlich glücklich, dass wir wieder einen Local Game Store haben. Das hier soll aber keine Werbung für den Fischkrieg sein, wobei das auch so ein bisschen okay wäre, wenn ihr in der Gegend mal seid, kommt mal rum. Ich will euch hier erklären, warum Local Game Stores so unglaublich wichtig sind und viele Dinge auch mal von der anderen Seite beleuchten, gerade von der Seite, die wir meistens vergessen bzw. gar nicht sehen können. Und deswegen möchte ich euch das hier jetzt mal erklären. Machen wir erstmal die Frage, warum ist ein Local Game Store wichtig für uns? Und zwar ist er wichtig für uns als Spieler, nicht nur für Magic-Spieler, sondern für Brettspieler, Tabletopper, andere Kartenspiele wie zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Oder andere Sachen, zum Beispiel Pokémon, Flesh and Blood, irgendjemand. Weil dieser Local Game Store gibt uns drei Sachen. Erstens, er gibt uns Spielfläche. Er gibt uns eine Fläche, auf der wir spielen können, wo wir mit Leuten zusammen spielen können. Jetzt sagt ihr, was ja auch vollkommen richtig ist, Blackie, das kann ich auch zu Hause. Dann sage ich, das freut mich für euch, ich nicht. Meine Wohnung ist zu klein, als dass ich super viele Leute für ein FNM 40 Leute zusammensetzen kann, um dort FNM zu spielen. Natürlich kann ich mit zwei, drei Leuten das irgendwie auch mal daheim ein bisschen spielen, ist gar keine Frage. Und wenn das euer Jam ist, umso besser. Aber Nummer zwei ist eben genau der nächste Punkt. Und zwar, es ist ein Treffpunkt. Ich habe sehr viele Freunde von mir in einem Local Game Store getroffen, die ich ohne den Local Game Store nie getroffen hätte. Ohne so einen Treffpunkt hätte ich nicht annähernd so eine große Legacy-Community, wie ich sie habe, und auch nicht so einen großen Freundeskreis, wie ich ihn habe. Vergesst das nicht. Nicht nur bietet er euch Spielfläche und Leute, mit denen ihr spielen könnt, sondern eben auch eine Möglichkeit, mit Leuten zu interagieren und Leute kennenzulernen, Leute zu treffen, andere Meinungen zu sehen und vielleicht mal über seinen Horizont hinauszuschauen. Zusätzlich dazu habt ihr im Local Game Store immer eine Anlaufstelle. Selbst in Zeiten wie jetzt, diesen Zeiten, wo wir nicht viel rauskommen, nicht viel im Local Game Store zocken dürfen und dort eben auch kaum Leute treffen, trotzdem haben wir eine Anlaufstelle, wo wir immer wissen, hey, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, ich möchte mit dem Verkäufer reden, fahre ich mal hin. Das macht man im Netto nicht. Das macht ihr in einem Local Game Store. Das macht ihr an einem Ort, wo ihr die Leute mögt. Und vielleicht ist ja noch ein Verkäufer da, ein zweiter Verkäufer, mit dem ihr zum Beispiel cool eine halbe Stunde reden könnt. Oder wenn ihr einfach mal über neue Produkte euch trotzdem informieren wollt, dann könnt ihr entweder googeln, ihr könnt YouTube-Videos finden, die halt euch die Dinge erklären. Oder ihr geht in den Local Game Store und sagt, ey Leute, was sind die nächsten Produkte, was kosten die bei euch, erzählt mal ein bisschen darüber. Die meisten Local Game Stores haben mindestens einen Angestellten, wenn nicht sogar mehrere Angestellte, die euch einfach sagen können, ey, übrigens in Yu-Gi-Oh! Kommt das nächste Produkt raus und zwar ist das, das und das, dadurch wird das und das Deck wieder stark und vielleicht solltet ihr da und da drauf achten. Natürlich zählt das nicht für jeden Local Game Store mit jedem Kartenspiel. Ich glaube, bei uns das schwächste Kartenspiel, was vertreten ist, ist, glaube ich, Dragon Ball Z. Da hat einfach niemand Ahnung von, was sehr schade ist, weil ich finde es doch sehr cool. Ich habe es noch auf der PlayStation gespielt und ich kenne da jemanden, der da sehr Interesse dran hat, aber ist halt bei uns, glaube ich, das schwächstvertretenste von den aktuell überhaupt noch gespielten. Dennoch, sowas habt ihr heutzutage super selten und es ist wirklich, wirklich eine schöne Sache, dass sowas überhaupt noch existiert. Aber das kommt alles nicht ohne Kosten. Spielfläche kostet Geld. Leute zu bezahlen, die mit euch im Local Game Store reden, kostet Geld. Leute, die Turniere organisieren, wenn das irgendwann wieder losgeht, kosten Geld. Und deshalb ist es nun mal so, und die Argumentation höre ich ziemlich oft, weil ich arbeite im Local Game Store,
Ja, im Internet kriege ich das aber 2 Euro günstiger. Meine normale Antwort ist darauf, ja, weil im Internet bezahlst du mich nicht. Und genau das ist es. Also, wenn man einen Local Game Store hat und ihn unterstützt, natürlich in einem reasonable Weg. Es gibt natürlich Sachen, wo ich zum Beispiel selber auch sage, oh, die würde ich niemals in einem Local Game Store kaufen. Wenn jetzt zum Beispiel einfach mal 50% Kosten oben drauf kommen, gerade bei hochwertigen Produkten, bei großen Produkten. Wenn ihr jetzt aber hingeht und sagt, ja, also online kriege ich das Booster für 2,95 und bei euch zahle ich 3,50 €, dann hänge ich da und denke mir, dann komm nicht hierher. Ganz einfach. Weil dann möchtest du keine Community, dann möchtest du keinen Spielraum, dann möchtest du keine Beratung, dann möchtest du niemanden mehr, der mit dir redet. Sondern dann möchtest du einfach nur günstig Karten kaufen. Aber man muss es eben abwägen. Natürlich klingt das nach, du, bezahl auf jeden Fall mehr Geld. Und das ist Schwachsinn, das sage ich niemals. Ich würde niemals jemandem was verkaufen, was ich nicht selber auch für diesen Preis kaufen würde. Und wenn, dann würde ich es der Person sagen. Wir haben auch da Leute, die dann sagen, ja, ist okay, dann unterstütze ich den Local Game Store eben ein bisschen mehr und bezahle dann auch mal 50 Euro mehr. Dafür habt ihr die 50 Euro auch. Was ich dann natürlich sage ist, Dankeschön, hier bitte habt ihr das Produkt, brauchst du noch eine Tüte. Und das finde ich das Interessante. Ganz viele Leute gehen halt wirklich hin und sagen, ey, online günstiger und ich kaufe das nur noch online. Gerade jetzt auch in einer Magic Arena Area. Und wer da von mir und dem lieben Robin den Podcast nicht gehört hat, wo es darum ging, was Magic Arena für ein Geld verschlingen kann, guckt euch das nochmal an oder hört euch das nochmal an auf Spotify oder YouTube. Das ist... Magic Arena kostet eine Unmenge Geld und das ist Geld, das aus dem System rausgenommen wird. Nicht an die Community zurückgegangen wird, nicht an Magic zurückgegeben wird. Selbst so Dinge wie, hey, ich kaufe über Card Market, ich kaufe über Amazon, weil es dort eben 5 Euro günstiger ist, abzüglich Versand. Und das nehme ich dann und drafte damit in meinem Local Game Store. So funktioniert das nicht. Also wenn ihr draftet, dann draftet ihr zum Beispiel zu Hause mit euren Freunden, holt euch dann entweder das Display halt in einem Laden oder dann online, weil ihr habt dann in dem Moment vom Laden nichts. Weil dieser Laden gibt euch auch in Zeiten wie diesen hier, wo man wirklich nur praktisch Magic Arena oder Remote Play spielen kann, immer noch Optionen. Es gibt immer noch Friday Night Magic at Home, wo man einfach dann hingehen kann und kann Goodies dafür bekommen, dass man ein Friday Night Magic Store hat, also ein VPN Store hat, bei dem man normalerweise spielt, aber man zeigt ihm, hey, ich kann nicht bei dir spielen, aber ich habe Arena gespielt, kriege ich einen Code, dann kriege ich zumindest ein paar Goodies. Da kriegt man noch was oben drauf. Das geben auch die Leute für free raus. Genauso mit Remote Play. Also es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, hey, wir können auch über Remote Play Turniere machen, die auch von Local Game Stores, nicht nur in Europa, auch in Amerika, gesponsert werden und auch durchgeführt werden, ohne dass die wirklich viel davon haben, wenn überhaupt. Und trotzdem machen sie das, weil sie das Spiel lieben, weil sie ihre Spiele lieben, weil sie ihren Laden lieben und weil sie ihre Community lieben. Und so ist es eben wirklich interessant, wie halt diese Local Game Stores für die Community super wichtig sind, aber einfach so als gegeben hingenommen werden. Natürlich bin ich ebenfalls der Meinung, dass man, wenn man eine bestimmte Single-Karte aus dem Set haben will, dann kauft man keine Booster, sondern, wobei Set-Booster sind schon okay, aber dann kauft man keine Booster, sondern man kauft die Karte einzeln online, weil manche Händler haben ja Einzelkartenverkauf und dann kann man sie dort eben auch kaufen. Und dennoch bin ich der Meinung, es ist super wichtig, zum Beispiel die neuen Commander-Decks, ist für mich jetzt so ein Beispiel gewesen. Wir haben die für einen relativ günstigen Preis vor Ort. Online kosten sie nochmal ein Stück weniger. Mit Versand, allem drum und dran, spart man ungefähr, ich glaube, 6 Euro. Und damit kommen Leute her mit dem geschlossenen Produkt, kamen hierher, zwei Leute, haben sich hier hingesetzt, haben das aufgemacht und haben dann nach Tipps gefragt, wie man Deckbau macht. Das war noch bevor der Komplett-Lockdown war, also bevor wirklich gar nichts mehr lief, man gar nicht mehr hier spielen durfte. Das muss ich noch dabei sagen, es sind die Zendikar gewesen, nicht die Commander Legends. Und das fand ich dreist und habe zu den Personen gesagt, dass sie bitte entweder gehen oder von mir keine Hilfe erwarten müssen. Zumindest nicht, solange ich im Job bin, weil dann klauen sie Arbeitszeit und kosten irgendwo nur Geld. Natürlich möchte man was für seine Community tun. Natürlich möchte man mit seiner Community interagieren. Und gerade ich als eine doofe Aushilfe koste ja eh gefühlt nichts. Aber in der Zeit kann ich was anderes machen. Ich kann Kunden beraten, ich kann Geld verdienen, weil dafür bin ich eingestellt. Und deshalb ist es so wichtig, und gerade in so einer Zeit, wo man eben vor Ort nichts mehr macht, wo man sich manchmal auch denkt, oh, warum soll ich jetzt in meinen Local Game Store fahren, das da kaufen? Ich kann es doch von Amazon mir nach Hause liefern lassen. Geht hin und geht zu eurem Local Game Store. Ansonsten kann es passieren, dass wir nach dem Ganzen hier vielleicht
vor einer Tür stehen, wo kein Local Game Store mehr drin ist. Und das wollen wir alle nicht. Aber das verlieren wir ganz oft aus den Augen. Und deshalb will ich dieses Video machen. Es gibt ganz viel in dieser Gaming-Szene, sei es jetzt Brettspiele, sei es Tabletop oder ähnliches, an verzahnter Hilfestellung und so weiter. Das ist wirklich grandios. Es gibt zum Beispiel selbst Online-Shops, wie zum Beispiel der von Ultimate Guard, der halt hingeht und sagt, hey Leute, wenn ihr denn online kauft und ihr bei uns über den Shop kauft, was ganz okay Preise sind, sind halt Standardpreise, dann supportet ihr den Local Game Store in eurer Gegend von euch, der bei uns als Ultimate Guard Store gemeldet ist. In meinem Fall ist das Problem, wir haben hier in der Gegend noch einen Store, der kein Local Game Store ist, aber auch Ultimate Guard Zeug verkauft, der 100 Meter näher an meinem Wohnort dran ist, weswegen ich den falschen unterstütze. Das bedeutet, ich fahre hierher und kaufe meine Sachen immer noch hier. Aber ansonsten finde ich das einfach großartig, weil Leute einfach untereinander denken. Die könnten natürlich auch sagen können, okay, scheiß auf die ganzen Local Game Stores, wir machen einfach einen Online-Shop und machen Asche, Asche, Asche. Nein, sie gehen hin und supporten sich gegenseitig. Dragon Shield hat das selber auch schon gemacht. Halt in einem anderen Rahmen. Aber den hier schaut man auch so, dass sie halt wirklich Leute in der Nähe unterstützt haben. Ich glaube nur in Amerika. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das genau war. Aber auf jeden Fall war da eine sehr harte Einschränkung, weshalb das für Deutschland nicht so gezählt hat. Aber Ultimate Guard zum Beispiel zählt das zum Beispiel für Deutschland. Und da gibt es noch viele, viele, viele mehr. Deshalb fragt eure Local Game Stores, wie ihr sie unterstützen könnt. Vor allem, wenn ihr damit leben könnt, diese 2-3 Euro mehr einfach mal zu bezahlen und dafür einfach mal auf ein Bier am Abend zu verzichten, dafür aber mehreren Leuten einfach eine Community schenkt, einen Laden schenkt und natürlich Leuten einen Job schenkt, dann ist das was Gutes. Dann ist das das, was viele Leute aus den Augen verlieren, die halt dann in den Local Game Store gehen und sagen, hey, da spiele ich Friday Night Magic, aber meine Booster? Die kaufe ich online. Und das ist schade, das ist traurig. So, und ihr wisst ja, ich habe es schon mehrfach gesagt, mein Local Game Store, wo ich spiele und nebenbei auch ein bisschen arbeite, ist der Fischkrieg in Siegen. Und der Ralf ist der Chef und der hat mir was Cooles gegeben, was ich an euch weitergeben kann. Und zwar habe ich 3 Sachen, die zusammen an einen Gewinner gehen. Das ist ein großes Paket. Ich weiß, wir überlegen, das an 3 Leute zu schenken. Aber ich wurde gebeten, das an einen Gewinner zu schicken. Und das passiert jetzt über YouTube. Ihr könnt auch mal auf Facebook und auf Instagram schauen. Da sind auch noch Gewinnspiele am Laufen. Und ja, der ganze Dezember ist voll mit Gewinnspielen. Auf YouTube sind, glaube ich, auch noch 2-3 Stück, die laufen. Und deshalb, ja, guckt euch ruhig mal um. Was ich von euch haben will, ist, ihr solltet Abonnent des Kanals sein, ihr solltet unten in die Kommentare mir mal reinschreiben, was ist euer Local Game Store? Wo kommt ihr her im Sinne von jetzt nicht, ich möchte nicht eure Adresse haben, das möchte ich dann nur von dem Gewinner haben, sondern wirklich, was ist euer Local Game Store? Meiner ist, wie gesagt, der Fischkrieg in Siegen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich bin in Berlin im Infotainment ansässig, dann ist das okay. Das ist das, was ich wissen will. Ich möchte wissen, habt ihr einen Local Game Store und wenn ja, welcher Local Game Store ist das? Und dann werde ich eine Person raussuchen, die von meinem Local Game Store noch ein bisschen was bekommt. Und zwar einmal einen Turnbeutel ist das. Hier so ein Beutelchen mit einem Fischkrieger drauf. Und dazu noch eine Tasse mit 2 Fischkriegern drauf. Und gucken, dass ich es reinkriege. So. Und noch den hier. Das ist so ein relativ großes Fass DIN A4. Ein bisschen kleiner als DIN A4. Ist das ein Block, ein Schreibblock mit, ich glaube, linierten Seiten. Ja, linierten Seiten. Und das geht alles raus an einen Gewinner. Ich wünsche euch viel Glück. Schaut euch auf dem Kanal um. Vergesst euren Local Game Store nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.